großen Künstlern ist es gegeben, in die später für sie prägenden und maßgebenden Örtlichkeiten, das sind Residenzen oder bekannte Familien, hineingeboren zu werden. Nicht so bei Johann Michael Sattler. Er wurde eigentlich zwischendurch geboren. Zwischen zwei Orten nämlich. Neuberg und Herzogenburg. Auf freiem Felde. Zwischen den Orten Neuberg und Herzogenburg waren im Jahre 1786 zwei Frauen unterwegs, eine jüngere und eine etwas ältere. Die jüngere sah der Geburt ihres ersten Kindes entgegen und wollte nun zu ihrer Familie eilen und um Beistand für die bevorstehende Niederkunft bitten. In Neuberg war ihre Familie ansässig. Neuberg war einer jener typischen niederösterreichischen Landgemeinden, in denen die Menschen recht und schlecht von der Landwirtschaft lebten. Es wurden Getreide, Hackfrüchte und Gemüse angebaut, letzteres meist für den eigenen Gebrauch. Dann gab es noch Viehwirtschaft, um die Bevölkerung mit Milch und Fleisch zu versorgen. Außerdem brauchte man manche Tiere, um die schwere Feldarbeit erledigen zu können. In solch einer Gemeinde wuchs die junge Mutter auf.